Moin Moin aus Hamburg, Koi the Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute stelle ich euch mein Team vor. Ich präsentiere es euch. Die Leute, die meine Livestreams regelmäßig schauen, wissen auf jeden Fall ungefähr, was ich für ein Team am Start habe. Aber für die Leute, die eventuell die Streams verpasst haben oder neu auf diesem Kanal sind, für die ist das Video da und ich zeige euch heute die Player Stats. Ich zeige euch oder ich sage euch, warum ich diese einzelnen Spiele benutze. Und bevor wir mit dem Team anfangen, ist es euch vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt unten links bin. Also ich habe ja, glaube ich, in FIFA 17 schon mit dem Greenscreen gearbeitet und ich bin der Meinung eigentlich, dass es ziemlich nice ist. Ich weiß gar nicht, warum ich es damals mit FIFA 18 rausgetan habe, aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Soll ich das in Zukunft öfter machen, dass ich unten links oder gegebenenfalls auch unten rechts bin in der Ecke? Ich denke, man hat da allgemein viel mehr Platz. Oder sagt ihr, nee, mach so wie vorher. Also da wäre ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich werde mir explizit bei diesem Video natürlich die Kommentare anschauen. Aber ich mache es ja eh bei jedem Video so. Und genau, ich würde sagen, wir labern nicht mehr so viel drumherum. Ich zeige euch mein Team. So, also, wie gesagt, die Leute, die meine Livestreams regelmäßig schauen, wissen, was ich für ein Team am Start habe. Aktuell, ihr habt gesehen, oben links haben wir wie viel Coins? 6 Millionen Coins und das Team. Und Frage an euch erstmal, bevor ich jeden Spieler einzeln vorstelle: Wen würdet ihr reinstellen, wenn ihr 6 Millionen Coins habt? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal im Tor an. Da haben wir De Gea. Und ich habe jetzt mit De Gea 370 Spiele gemacht. Und ich muss grundsätzlich sagen, dass ich bei den Torhütern, vor allem bei den Top 3 Torhütern, ich sag mal Neuer, Courtois und De Gea, nicht so einen großen Unterschied festgestellt habe. Von daher, ja gut, es ist nicht egal, wie man da benutzt. Aber ich finde, gerade in diesem FIFA, ja, ob man da jetzt einen De Gea, Courtois oder Neuer benutzt, ich denke, das muss jeder selbst wissen. Und ich habe mir jetzt die, ist das die Champions League Karte von De Gea? Das müsste die Champions League Karte sein. Champions League selten, genau. Und ich muss sagen, ob man jetzt den normalen benutzt oder die Champions League Karte, ich denke, am Ende des Tages ist das relativ egal. Und von daher, wenn ihr nicht so viel Coins habt, dann könnt ihr euch auch natürlich auch ganz normal den 91er holen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu der Verteidigung. Da haben wir Alexandro und Sandro haben wir in Rot. Ich habe mich damals richtig, richtig gefreut, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste, okay, der wird auf jeden Fall, ja, geused in meinem Team. 552 Spiele, 5 Tore, 29 Vorlagen, 86 Tempo, 84 Defending, 82 Dribbling, 84 Physis, stabile Stats. Und Sandro ist bei jedem Spieler, sag ich mal, ich war ja in Bukarest und ich glaube, sehr, sehr wenige haben nicht Sandro benutzt. Einzelne hatten mal Roberto Carlos drin, Alba mal ab und zu, aber ansonsten hatten eigentlich, ich würde sagen, zu 80% Alexandro drin. Und ja, die Meinung kann ich auf jeden Fall teilen. Sehr, sehr starker Linksverteidiger und ich bin sehr, sehr froh, ihn in Rot gezogen zu haben. Das war auf jeden Fall ein nicer Player-Pick. Dann gehen wir direkt zum ersten Innenverteidiger und das ist Paolo Maldini. Und Paolo Maldini ist meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger in FIFA 19 mit 86 Tempo, 96 Defending, 83 Physis. Bei einer Körpergröße von 1,86, ich habe 510 Spiele mit ihm gemacht, 8 Tore und 12 Vorlagen und ja, meiner Meinung nach der Beste. Ich weiß, dass viele das auch anders sehen, aber ich finde Maldini auf jeden Fall wieder richtig stark dieses Jahr und wir können ja ganz kurz mal schauen, wie viel er kostet. Ich habe ihn geholt für knapp 2 Millionen, jetzt kann man ihn für, na gut, 2,6 holen. Also der Preis ist auf jeden Fall gestiegen, ich denke, bei vielen Spielern ist der Preis gestiegen. Und sein zweiter Innenverteidiger-Kollege ist Rio Ferdinand und ich habe ihn damals geholt für 1.120.253 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen, 83 Tempo, 91 Defending, 86 Physis, bei einer Körpergröße von 1,89 und ich muss sagen, ich habe am Anfang Blanc gespielt, war auch recht zufrieden, aber ich dachte mir einfach, ich muss Ferdinand auf jeden Fall ausprobieren und bin dann bei Ferdinand geblieben, aber ich kann auch sagen, dass Blanc auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger ist. Ob jetzt die 89er Version oder die 91er Version ist, beides sehr, sehr gut. Die unterscheiden sich ja jetzt nicht so viel. Ne, aber Ferdinand ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Aber Blanc oder Ferdinand, ihr könnt ja beide testen, mal, wenn ihr die Coins übrig habt. Ich fand in dem Fall Ferdinand ein Stück besser, aber Blanc geht auf jeden Fall auch fit. Also da kann man nicht viel gegen sagen. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den zwei hinten drin. So, dann haben wir auf der rechten Verteidigerposition. Ihr seht schon, ich habe hier noch den Kyle Walker Champions League. Ich habe auch mit dem 212 Spiele gemacht. Aber ich habe hier Dani Alves drin. Und Dani Alves hat bei mir 40 Spiele gemacht, ein Tor, 5 Vorlagen. Und viele sagen natürlich jetzt, Cody, wie sieht's aus mit den Arbeitsraten? Hast du da irgendwas gemerkt? Und ich muss ehrlich gestehen, klar, man merkt natürlich schon, dass er ab und zu mal vorne steht. Aber ganz ehrlich, Jungs, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Also
er ist schon oft gut hinten. Also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit auf dem rechten Flügel spielt und da irgendwie Tore schießen möchte. So ist es meiner Meinung nach nicht. Und ich meine, bei den Stats 90 Tempo, 89 Dribbling, 85 Defending. Und es ist auch einfach ein nices Gefühl, wenn du auf der Außenseite bist und du hast einen Rechtsverteidiger am Ball und du kannst einfach einen Berber-Spin machen, einen McGiddy-Spin. Du kannst ein bisschen ja, die Tricks machen, die alten vier Skiller machen kann. Und das Dribbling mit 89 Dribbling, also die Ballbehandlung ist auch einfach richtig, richtig stark. Das feiere ich. Aber ein finales Urteil habe ich da auch noch nicht. Dazu habe ich 40 Spiele sind nicht wenig, aber ich habe mit Walker 200 Spiele gemacht und Walker von seinem Thron zu entfernen, das muss man auch erstmal schaffen. Ich meine, Walker ist ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger. Von daher muss ich das mal weiter beobachten, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit Alves und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn gemacht habe, weil ich weiß noch, wir haben ihn in Stream gemacht, die SBC, und ich weiß, sehr, sehr viele von euch haben gesagt, Cody, macht es wirklich einen Sinn, Dani Alves mit diesen Workrates vor allem zu holen, und ich glaube, er hat auch noch ein richtig schlechtes 62 Stärke, genau, das war das Argument, 62 Stärke, und ich hab schon damals gesagt, das hört sich so an wie vor 7 Jahren, aber das war vor einer Woche, und ich habe schon gesagt, ja, keine Ahnung, die Workrates könnten vielleicht eine Rolle spielen, Stärke kann eine Rolle spielen, aber am Ende des Tages sind Stats und man muss den Ingame probieren, und ich bin zufrieden mit ihm. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ihn die ganze Zeit benutzen werde. Es kann auch sein, dass Kyle Walker wieder reinkommt. Das wird man sehen in den nächsten Wochen. Aber Stand jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden, dass ich die SBC gemacht habe. Kommen wir zu den Sechsern. Ich zeige euch gleich auch, wie das gleich in-game bei mir aussieht. Aber wir haben hier Vieira und Kanté. Und Kanté, ja, muss ich nicht viel zu sagen. 80 Tempo, 87 Defending, 84 Physis. Das ist schon ziemlich stark. 552 Spiele, 33 Tore und überragende 187 Torvorlagen. Ich meine, Kanté ist jetzt kein Passspieler, sag ich mal. 77 Passing ist zwar nicht schlecht, aber ich möchte schon grundsätzlich, dass er hinten bleibt und auch gut verteidigt. Und das macht er auch ziemlich gut. Und dabei 187 Vorlagen abzustauben, ist schon eine ganz gute Nummer. Von daher Kanté auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Und dann haben wir neben ihm natürlich Patrick Vieira geholt für 2,3 Millionen. 741 Spiele, 73 Tore, 248 Vorlagen. Auch viele Vorlagen. Das ist sehr, sehr nice. 83 Tempo, 90 Defending, 91 Physis. Also was soll ich zu Vieira sagen, sehr, sehr starker Sechser, der beste Sechser im Spiel, vielleicht mit Trollet, je nachdem, wenn man Trollet auf der 6 spielen möchte. Und ja, das so viel, soweit zu der Doppel-6. Gehen wir zu den 2 Zehnern, beziehungsweise ich zeige euch gleich, wie ich in-game spiele, aber ich möchte euch natürlich die Spieler-Stats zeigen. Da haben wir zum einen den Trollet Prime, 814 Spiele, 487 Tore, 431 Vorlagen, was einfach heftig ist. Und was mich mal gerade kurz interessieren würde, geholt für 3,5 Millionen und momentan gibt es den auf dem Markt für 5,8 Millionen. Das heißt, wir haben gut gespart bei dem Prime Hullet. Das ist schon echt heftig. Und ja, Hullet war eigentlich jedes FIFA so mit eines meiner Lieblingsspieler. Diesem FIFA auf jeden Fall auch. Und ja, man, Hullet ist einfach ein sehr, sehr starker Mann und ich feiere ihn extrem. Dann haben wir auf der linken Seite, sag ich mal, Ronaldo und ja, zu Ronaldo muss natürlich auch nicht viel sagen. In jedem FIFA einfach mit der Beste. 839 Spiele, 740 Tore, 370 Vorlagen. Ich glaube, das ist mein einziger Spieler in diesem Verein mit über 1000 Scorerpunkten. Von daher, ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen, würde ich sagen. Und ja, Ronaldo muss nicht viel zu sagen. Ihr kennt ihn alle. Er ist in der Top 3 in FIFA 19 von den stärksten Spielern. Und dann haben wir vorne zum einen Eusebio geholt für 3 Millionen damals. Da habe ich eine witzige Story, die kann ich ganz kurz erzählen. Er war damals bei 2,2 Millionen und ich habe ihn geholt für 1 Million teurer damals. Fragt mich nicht, ich weiß nicht, was da los war. Ich habe mich auch geärgert wie sonst was. Ich hätte fast geweint so. Ich habe ihn einfach für 1 Million zu teuer gekauft. Jetzt kostet er mittlerweile, glaube ich, sogar 3 Millionen, weil die Preise allgemein gestiegen sind. 545 Spiele, 413 Tore, 219 Vorlagen, 5 Weakfoot, 4 Spezialbewegungen. Was will man mehr? Gut, natürlich 5 Spezialbewegungen, das könnte man mehr machen, aber 5 Schwachfuß ist in diesem FIFA sehr, sehr wichtig. 93 Tempo, 93 Shooting, 90 Dribbling, das schmeckt auf jeden Fall und mit Eusebio bin ich sehr, sehr zufrieden. Und vorne habe ich vorübergehend Lacazette und viele haben mich auch im Livestream gefragt, Cody, Lacazette, really? Aber ich muss euch sagen, Jungs, ich finde ihn echt richtig, richtig nice. 83 Tempo, 86 Shooting, 86 Dribbling, 4 Schwachfuß, 4 Spezialbewegungen. Hochmittel ist auch okay. Gut, seine Größe ist natürlich jetzt auch nicht groß mit 1,75 im Gegensatz zu
einem Ronaldo zum Beispiel, aber 139 Spiele, 52 Tore, 40 Vorlagen. Von daher, es geht in Ordnung und vor allem, er kam auch in vielen Spielen von der Bank. Und genau, normalerweise ist es natürlich so, dass ich noch 6 Millionen auf der Bank habe. Von daher, schreibt mal in die Kommentare, welchen Spieler ihr euch holen würdet für 6 Millionen. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und ihr müsst bedenken, dass wir noch 3 Elber Inform Sets haben. Das heißt, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Wir waren diese Woche Top 100 und wir haben noch diese 2 Packs. Von daher könnte noch der ein oder andere Coin dabei rumspringen. Und ja, da bin ich gespannt auf jeden Fall, wie viele Coins wir dann nach den 3 Inform Sets haben. Und ja, ich denke, mit dem Team kann man auf jeden Fall gut in der Weekend League rasieren. Und ich habe sehr, sehr viel FIFA Points rein investiert in dieses Team, das sei gesagt. Also das ist mir noch wichtig in diesem Video zu sagen. Also das kommt nicht von ungefähr. Klar, jede Woche in die Top 100 zu kommen, hilft natürlich auch, selbstverständlich. Aber ich glaube, in diesem Jahr waren die Rewards sowieso ein bisschen genervt, im Gegensatz zu FIFA 17 und FIFA 18. Und von daher ist es für uns E-Sportler mehr oder weniger ein Muss, in dieses Spiel zu investieren, damit man auch wettbewerbsfähig bleibt, mit einem guten Team, weil dass sich ein Trollet durchsetzt gegen ein Bakayoko als Beispiel, keine Ahnung, ist natürlich klar. Und das hilft dir natürlich in wichtigen Spielen, wo es 50-50 vielleicht sogar ist. Und von daher, ja, es ist sehr, sehr wichtig und dafür habe ich mich auch für den Schritt entschieden, da zu investieren an dieser Stelle. Und ja, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Wenn euch das Team gefällt und wenn euch das Video allgemein gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like, da würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung zu der Facecam da, also zu dem Greenscreen unten links. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Kollege der Finisher. Ciao.